Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Brostars mit mir, dem Thorsten, auf meinem bescheidenen Kanal. Und ihr seht es auch schon links oben. Ja, ich habe endlich in der Timeline die 2000 Pokis geknackt. Habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht. Habe jetzt aber die ganze Zeit das Spiel so ein bisschen links liegen lassen. Aber ich habe zum Weltfrauentag natürlich eine weibliche Charaktere hier gespielt, nämlich die Penny. Dafür gab es, glaube ich, 160 Punkte im Shop, recht günstig zu erstellen. Ich würde sogar sagen, ich glaube, die gab es für Noppes. Und mal sehen, was es eigentlich heute gibt. Oh, es gibt eine Gratisbox heute. Okay, die nehmen wir als erstes mit. Und ich will natürlich aus der Timeline den nächsten Charakter hier heute ganz gerne mit euch anspielen. Und die schon über 2000 Pokale sind. Ich habe nur mal so zur Info, ich habe am 13.12. angefangen, dieses Game hier aufzunehmen. Ich glaube, ich habe ein paar Tage vorher angefangen und ich bin jetzt bei 2000 Pokalen. Ich brauche nur noch 12.000. Ich glaube, die Timeline geht hier bis 14.000, aber wir haben hier den Dynamike. Er spielt und dann fordern wir ihn natürlich auch an. Wunderbar. Endlich. Mann, es hat echt gedauert. Ich habe ihn ja nicht anders gezogen. Und deswegen musste ich mir die 2000 hier reinholen. Also nächster Meilenstein. Und ihr seht das hier. Wir haben die Tage mal geguckt, wie weit das überhaupt geht. Und ich habe auch noch gar nie bis zum Ende hingescrollt. 14.500. Okay, ist nicht mehr so weit. Kriegen wir in jedem Fall hin. Und ich würde sagen, wir zocken auch unseren neuen Brawler heute einmal an. Wo ist denn der Gute? Hier ist er, da ist der neue, den wählen wir auch gleich aus und ich würde sagen, wir probieren auch alle Modis aus und ihr seht das, dass ich auch länger nicht hier drin war. Ich habe schon wieder zwei Spiele hier frei und habe schon wieder drei Kisten, aber was ich hatte 1800, ich glaube 93 Punkte oder sowas und wollte und hatte nur noch die Belagerung auf die Tage. Ich wollte es mir nicht antun, da die Pokale zu verlieren, deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen und hab die restlichen Pokale mit Penny dann gemacht. Waren schöne Runden, muss ich sagen. Aber mal sehen, wie sich der Dynamike hier schlägt. Ich mag ihn ja eigentlich gar nicht so als Charakter. Und deswegen gucken wir mal, wie und was der eigentlich kann und macht hier. Schauen wir mal. So. Okay. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal so ein kleines bisschen hier für Trouble sorgen können, aber die haben auch einen, okay, alles klar. Aber der Brock hat sich hier schon mal die ersten Marken geholt. Und wen haben wir denn eigentlich als Nahkämpfer dabei? Ah, wir haben den Mortis dabei. So, jetzt muss ich hier mal ein wenig mehr reinschmeißen. Oh, Alter, wie oft hatten der die Fähigkeit hier? Das ist ja der Hammer. Aber der hat nicht viele Trefferpunkte, habe ich das Gefühl. Der hat nicht viele Trefferpunkte, habe ich das Gefühl. Aber wir haben jetzt schon mal 6 von den Medals hier. Ja, der kriegt natürlich seine Trefferpunkte sicherlich, wenn wir ihn öfter spielen. Und jetzt kann ich hier schon richtig reinballern. Komm, die beiden, das sind meine. Jo, das passt so. Ich glaube, auf mein Special mach ich immer so einen ganz großen. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir da weg. Böses Zeichen. Aber ich denke mal... Nein, wir packen es nicht. Ja, ich kotze, wir packen es nicht. Komm, da muss jetzt ein Brawler von uns raus. Der Brock am besten, genau. Oh nein, 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 nein. Schade, schade, schade. Kriegen wir noch was? Wir müssen alles geben hier. Oh, die schaffen mich. Oh. Und der gegnerische Dynamike hat ihn gepackt. Okay, hat 9 Stück. Jetzt habe ich 0 verloren, denn der hat ja hier noch gar nichts, also noch keinen einzigen Level und ich habe auch noch nichts am Rang gemacht. Okay, das müssen wir glaube ich noch mal so ein bisschen üben. Mal sehen, ich muss mir da eben mal was anschauen. Okay, ich habe mich mal kurz schlau gelesen. Also wenn man den Dynamite dann hier auch mal ein bisschen dreht, dann sieht man auch, aha, sein Special ist also so ein riesengroßes Fass, was er dann wegrollt oder wegschmeißt. Und also alles verstanden hier, aber der hat tatsächlich nur 2800 Trefferpunkte auf Level, was ist das eigentlich, Level 1. Und das ist natürlich extrem wenig. Also da muss ich mich dann schon so ein bisschen, da muss ich mich schon ein bisschen zurückhalten. Komm. Hat er keinen Bock da? Ah doch, jetzt kommt er. Da muss ich mich echt zurückhalten. Ihr seht das hier. Der kann wirklich nicht super viel ab. Und beim Brock muss man immer so ein bisschen in den Nahkampf rein, weil da ist der Brock, glaube ich, nicht ganz so gut. Aber der Gegner ist schon wieder ein bisschen besser.
sehe ich gerade. Oder aber ich spiel diesen Charakter hier noch nicht so richtig gut. Oh, das ist eine Penny. Oh, ich habe so ein paar. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt leicht dominieren hier. Ich muss nur vor der da hinten weg. Und auch vor dem Brok muss ich mich... So, das ist da hinten das dicke Fass gerade. Oh, ich habe ganz schön viele. 7, wir haben 8. Ah, da hinten ist noch einer. Da kommen wir aber im Moment gerade nicht ran. Also ich muss mich hier so ein bisschen bedeckt halten mit dem hier. Okay, das ist so ein Heilkreis hier. Und jetzt haben wir schon unseren Countdown. Ich bleibe einfach mal hier hinter. Ich glaube, da bin ich im Moment am sichersten aufgehoben. Ja, da bin ich am sichersten aufgehoben. Das sieht ganz gut aus hier. Die Runde könnten wir schon mal gemacht haben und könnten ein paar Punkte mit unserem neuen Charakter hier geschafft haben. Haben wir auch gepackt. Super Sache. Der Swift hier ist das, der Starspieler. Okay. Also haben wir jetzt erstmal ein paar Pokés gemacht, 6 Stück, und haben auch schon mal die ersten Juwelen, beziehungsweise nicht die ersten Juwelen, die ersten Pokale mit diesem Charakter bekommen. Und ich denke mal, wir nehmen das nächste, Tresorraub mit dem, okay. Machen wir, hauen wir gleich mal rein in den Sack und mal gucken, wie das so wird. Ich glaube, um so einen Brawler auszuprobieren, ist so ein Testspiel eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das muss ich irgendwann mal in so einer stillen Sekunde antesten, glaube ich. Denn bevor ich mal mit einem Brawler so ein bisschen in den Kampf gehe, sollte man ihn doch einfach kennenlernen. Ich meine, so machst du jetzt natürlich gleich so ein bisschen Profit von der ganzen Sache. Alter, was ist das denn für eine Mappe? Ich habe ja noch nie gesehen. Oh, da ist auch ein Dynamike. Okay, mal sehen, ob der besser schmeißt als ich. Oh, der schmeißt nicht schlecht. Okay. Ah, der hat mich da. Okay, da muss da unten der Daryl, muss das jetzt machen. Der ist da nämlich hinter einer Mauer. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich meine, es wäre schön, wenn ich jetzt auch mal hinter so eine Mauer käme. So, hier habe ich einmal mein Special. Alter, was ist denn das da für einer? Ist der schon stärker als ich? Donnerwetter, guckt euch das mal an, was der da durchlatscht. Oh, jo, der hat schon ein paar mehr Trefferpunkte. Der hat schon ein paar mehr Trefferpunkte und der macht uns das Ding hier ganz schön kaputt, muss man mal so sagen. Ey, der läuft da einfach so rum. Okay, dann müssen wir ihn jetzt aber mal machen hier. Das ist, glaube ich, irgendwas vom Gegner. Ja. So, jetzt können wir aber mal so ein bisschen Schaden machen. Aber jetzt macht uns die Staubsaugervertreterin da erstmal weg. Aber die haben viel, viel mehr von unseren da. Der Dynamike ist echt stark. Guckt euch das mal an, wie der da durchrutscht, ey. Alter Falter. Wieso kriege ich meine hier nicht raus? Immer wenn das rot ist, ist das dann scheiße, oder? Guckt euch das mal an, ich laufe da hinterher. Hallo. Ich glaube, ich muss in Range bleiben, ne? Ich muss in Range bleiben, oder? Ich kriege den nicht kaputt, ey. Ist das peinlich, oder was? Alter, was ist das peinlich? Das geht ja gar nicht. Gottes Willen, ey. Was war das denn? Mann, Mann, Mann. Okay, 0 verloren, dann geht's ja noch. Es ist klar, dass die keinen Bock mehr auf mich haben. Ich muss in Range bleiben, glaube ich. Ne? Kann das sein? Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich habe es jetzt geblickt, dass der hier im Nahkampf gar nichts taucht. Der muss einfach Fernkampf haben. Und, okay, gleiche Mappe. Aber da hat schon wieder einer keinen Bock. Ah doch, jetzt kommt er. Ich muss im Fernkampf bleiben. Ich glaube, das Ding hier muss grün sein, weiß sein, damit ich hier was abschmeißen kann, beziehungsweise effektiv was schmeißen kann. Denn im Nahkampf taucht der mal gar nicht, glaube ich. Oh, da war der Mortis. Scheiße. Im Nahkampf taucht der gar nicht. Wir sind ja noch nicht mal annähernd hier an den anderen gekommen. Und die haben auch wieder so ein Dynamike dabei. So, da habe ich jetzt mal mein dickes Fass gerade mal abgelegt. Jetzt müssen wir aber auch mal so ein bisschen in Range kommen hier. So, jetzt kommen wir, glaube ich, auch mal so ein bisschen in die Range hier. Ja, oh, die macht mich mit 2 Schuss fertig da. Aber wir haben da unsere, ich kenne den Charakter noch gar nicht, auch schon so ein bisschen wenigstens am Fass gehabt, am Tresor gehabt, aber echt nicht viel. Echt nicht viel. Und da ist schon wieder der Dynamike. Okay,
Da müssen wir jetzt einfach mal. Meiner hat einfach noch zu wenig Trefferpunkte. Der hat noch zu wenig Trefferpunkte. 2,8 ist echt wenig. Und so, jetzt habe ich aber mein Special hier, mein dickes Fass. Das rolle ich jetzt auch mal aus. Und direkt darauf. Komm. Jawohl, das hat auf jeden Fall gesessen. Aber der Gegner ist... Leute, ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem muss ich noch ein bisschen üben. Alter, das geht ja gar nicht. Da kommt er jetzt wieder von der anderen Seite und schmeißt hier sein dickes Fass hin. Okay, der muss weg da. Der muss echt weg. Die macht da echt heftigen Punktschaden. Und da hinten eiert der Mortis auch rum. Okay. Ich habe aber mein Special, aber die haben 14%, 9%. Naja, so ein bisschen verlässt einen da, so ein bisschen verlässt einen die Luft da. Der Mortis hier, der macht mich natürlich und jetzt geht er einmal drauf und weg. Ja. Ja, okay. Mehr Glück beim nächsten Mal, ja. Mal gucken, ob wir mehr Glück beim nächsten Mal haben, aber geht ja gar nicht. Das ist eine echt peinliche Vorstellung hier von mir. Ey, komm, die beiden wollen das nicht nochmal mit mir machen, oder? Ich verlasse dann immer einmal und klicke gleich wieder auf nochmal spielen. Dass ich eine neue Runde kriege und neue Member kriege, beziehungsweise die kriegen mich. Das ist echt mal eine Peinlichkeit schlechthin. Das muss ich jetzt mal ein bisschen besser machen. Das muss ein bisschen besser gehen. So. Ich glaube, das geht jetzt schon mal ein bisschen besser hier. Jetzt kann ich hier mal so ganz in Ruhe meine wegschmeißen. Da haben wir schon mal ein bisschen Schaden jetzt immerhin gemacht. Also jetzt sieht's mal genau andersrum aus. Und ich hab vor allen Dingen mein Special direkt ab. Und den muss ich nur einmal abladen können. Das dicke Fass hier. Einmal nach da gerollt. So, das sprengt die Gegner nämlich auch noch gleich nochmal so ein bisschen weg hier. Und die Ecke ist ganz gut. Aber wenn mich natürlich der gegnerische Dynamite einmal bekommt, Dynamite, ich sage immer Dynamite. Nee, Dynamite sage ich immer, weil er so die Dynamitstangen wegschmeißt. Dann ist das natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube mal, so sieht das schon mal ein bisschen besser aus. So, da ist jetzt der auch weg. Und ich glaube, jetzt haben die mal aufgegeben. Und können uns hier nicht wirklich was zusetzen. 10% noch. Einmal noch mein Special gezündet. Jawohl, geschafft. Alter, geht ja doch. Mann, da haben die anderen beiden haben aber gut abgelenkt, glaube ich. Und immerhin auch mal Starspieler hier, der Toto. Also, geht ja. Geht doch. Mann. Und jetzt haben wir schon unseren ersten Rang und können den auch updaten. Das werde ich jetzt auch tun. Damit er ein paar mehr Trefferpunkte kriegt. Also der muss echt mehr Trefferpunkte bekommen. Ah ne, den kann ich noch gar nicht updaten, ne? Ah, ich habe noch gar keine Brawler gefunden für den. Hi, shit. Jo, dann nehmen wir mal das nächste. Oh, den Showdown. Duo oder Solo? Ich glaube, ich tendiere eher mal zum Duo mit dem hier. Ah ne, wir machen das mal anders. Und zwar öffne ich jetzt mal die Kisten. Weil mal sehen, ob wir da nicht schon mal so ein bisschen was für den bekommen. Wäre natürlich nicht schlecht. Ah, erstmal die weibliche Note hier. So ein bisschen updaten. Okay, da haben wir noch nichts gekriegt für deine Maid. Deine Mike. Mann. Wie komme ich eigentlich immer auf deine Maid? Wahrscheinlich von Dynamit. Und deswegen ist das so. Okay, zwei Stück haben wir noch. Ich würde den echt gern leveln noch in der Folge hier, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich kriege ja nicht mal einen einzigen. Nicht einen einzigen Punkt. Alles nur hier für die Schnittis. Aber es ist auch okay. Spiele ich ja ganz gerne. Und nochmal 13 Münzen. El Primo geht ein wenig nach oben. Der Bull kriegt 10 dabei. Jawohl, meine Tanks. Und nochmal ein Sticker. Alles klar. Aber Ereignis haben wir noch nicht, oder? Ereignis. Doch, können wir auch machen. Okay, aber ich gehe jetzt hier erstmal in den Duo-Showdown mit dem Dynamike. Dynamike, jetzt habe ich es einmal richtig ausgesprochen. 10 Spieler gefunden. Und verstecken oder Angriff, ich weiß nicht, ob man den so Offense spielt hier. Okay, ich habe einen Rogue dabei als Teammate. Und hier hinten ist ja schon ganz gut was los. Okay, da können wir schon mal ein bisschen für Trouble sorgen. Nein. Kriegen wir den noch? Ah, den kriegen wir nicht mehr. Scheiße. Zurück in 15. Okay. Oh.
Was hatte gerade mein Gerät? Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Was? Mein Gerät hat ein Problem. Aber habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, es kann sein. Ich spiele dann immer am, wenn ich das Handy spiele, spiele ich das immer im Höchstleistungsmodus, dass ich hier wirklich alles aus dem Ding hier raushole, um hier für euch ein wenig Brawl Stars zu spielen. Okay, immer noch 5 Teams da. Das ist natürlich dämlich. Das heißt, wir sind noch nicht auf der Gewinnerspur. Okay. Wo ist mein Mate? Oh, ich muss immer so ein bisschen bei meinem Mate bleiben. So, wo ist denn der jetzt? Wo ist der hingelaufen? Da unten ist er. Alles klar. Da müssen wir jetzt aber auch mal ein bisschen unterstützen, glaube ich. So, dann geht es jetzt mal so ein bisschen in die Vollen rein. So, die können nicht wirklich viel gegen mich ausrichten, glaube ich, hier die beiden. Außer sie treffen mich richtig gut. Ich glaube, da kann ich ein bisschen mehr. Ich glaube, da kann ich etwas mehr machen mit meinem Charakter hier. Oh, der kann doch ganz, ganz gut austeilen. Da gibt es jetzt einen Heilkreis. Ah, hier gibt es jetzt auch einen Heilkreis für uns. Okay, habe ich mir mal wieder nicht durchgelesen, was es hier für kleinere Specials gibt. Aber ich glaube, wenn wir da mit zwei Mann drin sind, dann zählt das nicht so gut. Oh, jetzt bin ich in freier Schussbahn. Ah, ja. Ich muss hier hinter. Ich muss mich hier bedeckt halten. Aber wir kriegen jetzt natürlich auch schon... Wir kriegen jetzt natürlich auch schon ein kleines bisschen hier. Ah, komm, die können wir gewinnen, die Runde. Komm. Nein. Komm, Brok, hol dir den. Komm, bevor der andere kommt. Hol dir den. Oh, wir haben es geschafft. Jawohl. Geile Sache. Oh, kurz nochmal das Zeichen gehabt. Alter. Sieben Pokale dabei bekommen. Ah, dann haben wir den schon fast auf 3. Ah, richtig krass. Gibt noch mal ein paar Supermarken dabei. Und nee, nicht noch ein Spiel, noch ein Modi, würde ich sagen. So, und eigentlich habe ich eben schon eine Sequenz danach aufgenommen. Oh, ich bin heute unheimlich laut. Sehe ich gerade. Ich muss das Mikro, glaube ich, mal ein bisschen weiter weghalten für euch. Denn ich hatte schon einmal den Robo-Rumble hier gespielt eben. Für so ein paar Marken. Und ja gut, ich hatte eigentlich da gesagt, vor dem Kampf. Ja, die Belagerung, die wollte ich jetzt mit diesem nicht spielen, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt meine gerade so erkämpften Pokale wieder verspielen. Aber ich glaube, das machen wir mal. Wir machen die Belagerung. Da hatte ich jetzt die letzten Tage immer Respekt vor, das Ding zu spielen. Denn da kannst du Glück haben, kannst ein cooles Team haben, da kannst du aber Pech haben, blödes Team oder aber ich spiele hier blöd. Kann ja auch mal sein. Und die haben in jedem Fall auch ein Dynamite. Meiner ist ja immer noch nicht wesentlich weiter. Und der schmeißt auch schon mal ganz gut. Sehe ich gerade. Jawohl. Haben wir eigentlich schon ein paar Herz, ein paar Schrauben. Wir wollen mal Schrauben. Da kommt eine. Hauen wir da mal unsere Sachen rein. Komm, hol dir die Schraube da. Wunderbar. Hat sie sich geholt, unsere Staubsaugervertreterin. Und mal sehen. Wir haben 2-1. Das ist ja noch nicht so super viel. So. Aber. Ah nein, jetzt habe ich da die Bombe hingelegt. Scheiße. Jetzt hatte ich da die Bombe hingelegt. Oh, das ist natürlich dusselig. Das war natürlich wirklich mal mehr als dusselig. Und den müssen wir jetzt hart verteidigen. Ich hätte meine Bombe natürlich für ihn hier lassen sollen. Die kommen jetzt nämlich mit heftigen Schritten hier. Ah, scheiße. Ärgerlich, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Und die machen das gut. Och komm, die müssen wir mal wegkriegen da. Nächste Belagerung. Okay, ich hoffe, die nächste Maschine ist unsere. Aber der Gegner sammelt sicherlich auch wieder fleißig. Gucken wir mal. Da ist auch wieder der Dynamite, ist klar. Oh, wir haben da... Die stellt da immer so ein Heilerteil auf, kann das sein? Und mit einem Nahkämpfer und einem Fernkämpfer hier. Aber die haben schon 73% bei uns gepackt. Das ist schon ganz schön viel. Kurz mal das fiese Zeichen hier. Ich kann mich nicht bewegen. Super. Dann ballert der mich da jetzt ganz, ganz runter hier. Hier haben wir den... Ah, der kann auch nicht im Nahkampf, so wie ich eben auch nicht. Unentschieden, keine Belagerungsbots. Okay. 5 Stück, wir haben 6. Ah, komm.
wir müssen den nächsten Großen kriegen, sonst haben wir Spiel verloren. Das geht ja auch ruckzuck. Der ballert da immer einfach so. Komm, die Schraube muss ich abliefern, jawohl. Schraube haben wir abgeliefert und hier kommt gleich die nächste Schraube. Wunderbar. Wir haben 10, der Gegner hat im Moment keine. Ich kann mir noch eine nehmen. Sauber. Und ich würde sagen, ich spare mir das jetzt mal auf hier. Mein Special. Für dann, wann die kommt, in 23 erst. Oh, da können die noch sammeln. Scheiße. Aber ich spare mir den trotzdem auf. Bis dahin werde ich den nicht nochmal haben. Und unsere Leute sammeln hier ganz gut mit. Und ich denke mal, wir kriegen gleich auch einen richtig, richtig heftigen Robo. Da müssen wir richtig was mitpacken. So, den bringe ich nicht nach Hause, aber wir haben ein Level. Wir haben ein Level 20. Komm, jetzt muss ich nach vorne. Hier müsste es jetzt irgendwie so einen Sprintmodus geben. Aber den gibt es nicht. Oh, den Sprintmodus gibt es nicht. Alter, ist der so langsam? Komm, einmal wenigstens das Fass noch mit abwerfen da. Einmal noch das Fass damit abwerfen. Und ich muss hier in Range bleiben. In Range, jawohl. 5. Ah, Leute, kommt. Wir haben den auf 5 runter. Das ist einmal geschossen oder zweimal. Allerhöchstens. Ich würde sagen, da preschen wir einfach mal durch. Und machen uns gar nicht mehr auf die Jagd hier, glaube ich, nach dem Marken. Die Kanone ist natürlich böse. Aber jetzt hier deswegen extra darauf warten. Ich glaube, müssen wir das doch machen. Ja, ich glaube, wir müssen es doch machen. Shit. Weil die schießt natürlich auch. Ah, Leute, 5% nur, ey. Und jetzt kommen wir da nicht ran. Und die kriegen jetzt gleich wahrscheinlich die Belagerungsmaschine nochmal. 13, 12, ah ne, wir bekommen noch eine, sauer. Okay, das war es auf jeden Fall für den Gegner, weil wenn die durchgeht, dann ist der Drops hier gelutscht. Und wir bekommen hoffentlich noch ein paar nette Pokale. Jawohl, da geht sie durch. Ah, geil, sauer. Wunderbar, sehr coole Sache hier. Und 12 Pokale. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch Respekt vor der Belagerung, denn du kannst auch mal ganz schnell ein paar Pokale verlieren. Nämlich fast genau die gleiche Anzahl. Und ruckzuck hätte ich euch zeigen können. Ruckzuck sind meine Pokés wieder im Keller. Und die öffnen wir auch nochmal. Also haben wir doch nochmal was geschafft. Musste ich jetzt zwar nochmal zweimal aufnehmen. Wir haben noch einen verbleibenden Gegenstand, kein Boni. Okay. Haben aber nichts für den Dynamike hier geschafft. Ich hoffe, die Update-Folge von Brawl Stars hat euch trotzdem ein wenig mit mir gefallen. Ist jetzt auch über 20 Minuten, glaube ich, geworden, die Folge. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich wollte jetzt mal alle Moodies mit euch gespielt haben. Ich habe jetzt wirklich keinen mehr offen. Das ist auch mal nicht schlecht. Und ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal, wenn der Thorsten wieder brault.